Da sind wir wieder bei Resident Evil Zero und wir stehen immer noch in der Seilbahnstation und müssen mal schauen, wie wir das Ding jetzt zum Laufen kriegen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier irgendwas aktivieren müssen oder ob wir einfach nur reingehen müssen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt natürlich ins Unbekannte stürzen. Geht hier irgendwas? Geht hier was? Geht hier was? Die Seilbahn wurde aktiviert. Okay, ich glaube, wir müssen wirklich einfach nur reingehen. Haben wir ja Glück gehabt. Wäre doof, wenn einer das Ding noch von hier aus bedienen müsste, wenn wir hier damit fahren wollen. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Die Farbbänder lasse ich hier liegen, weil wir brauchen bestimmt Platz mal wieder. Und wir finden bestimmt wieder neue Farbbänder, wenn wir mal wieder die Nötigkeit haben zu speichern. Und damit würde ich sagen, stürzen wir uns doch ins Unbekannte. Oh nein! What the fuck? Ja, so viel zum Thema Seilbahn fahren. Das hat ja gut funktioniert. Scheiße. Na toll, und ich habe Billy gerade das Heilzeug gegeben. Ist ja super. Alter. Komm, hier, friss das. Fucker. Ich gehe... Ja, ich wollte gerade sagen, ich gehe erstmal, aber daraus wird wohl nichts. Gleich nochmal ein. Verbrenne! Höllenbrut! Scheißdreck. Ah, ganz ehrlich, ich habe gerade erst, bevor ich die Aufnahme angefangen habe, Billy das Heilzeug gegeben, das Kraut, das ich noch hatte. Was war denn das für eine Nummer jetzt? Mal ganz ehrlich. Da kommt ein Affe und slasht erst Rebecca um und dann schmeißt der Billy in den Abgrund? Was ist denn hier los? Das fand ich jetzt etwas sehr merkwürdig. Okay, ich glaube, der Strom ist wieder aus, oder? Die Stromzufuhr zur Seilbahn ist unterbrochen. Mit dem Stromregler muss das schief gelaufen sein. Ja, dann schauen wir doch mal. Schön, dass es uns jetzt wieder so gut geht. Hier liegt es nicht dran. Dann schauen wir mal oben vorbei. Ich würde sagen, wir gehen auch wirklich nach oben dafür. Großartig. Wer weiß, wo Billy jetzt rumkriecht? Ich bin sehr froh, dass ich die Aufnahme beim letzten Mal an der Stelle beendet habe, wo ich sie beendet habe. Denn ich muss sagen, die Überraschung hätte mir wahrscheinlich bei meinem damaligen Gemütszustand, meinem Enthusiasmus, meiner Energie den letzten Rest noch gegeben. So viele Egel hier, lass die erstmal alle zertreten. Okay, die Schweine haben es rausgenommen hier. Diese bösartigen Egel, die sind offenbar intelligenter, als man denken mag. Und sind ziemlich gut darin, einen zu sabotieren hier. Ja, die Ausgangsspule fehlt. Ach, siehst du mal, eine Eingangs- und eine Ausgangsspule. Das check ich jetzt erst. Gut, rein damit wieder. Und dann sollte es doch jetzt wieder funktionieren, oder? Dankeschön. Okay, ja, Billy hat jetzt ein bisschen Pech. Der wird dann jetzt nicht in das Vergnügen kommen, hier Seilbahn zu fahren. Warte mal. Ich muss erst noch mal ganz kurz hier ein bisschen Rache üben. So, jetzt haben wir alle erwischt. Die haben es einfach verdient. Greifhaken kann von mir aus hier bleiben. Den hoffe ich nicht mehr zu gebrauchen. Ansonsten wissen wir ja, wo er liegt. So, und jetzt ab nach unten. Mann, das mit dem Heilkraut ärgert mich echt total. Auf der anderen Seite bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich wollte halt, weil Billy 2 frei hatte und Rebecca voll war im Inventar, hatte ich halt die Wahl zwischen Heilkraut oder Molotow-Cocktails zu Billy schieben. Und ich bin ehrlich gesagt gerade ganz froh, dass ich nicht die Molotow-Cocktails rübergeschoben habe. Denn ansonsten wäre das nahe an uns ans Unmögliche gegangen. Und so konnten wir zumindest halbwegs vernünftig den Kampf beenden. Na gut, lass Seilbahn fahren. Scheiß auf Billy. Der kann hier bleiben. Okay. Hey, hier sitzt einer. Hallo, mein Freund, wer bist du denn?
Du hast eine Waffe in der Hand. Darf ich die mir mal ausleihen? Eine Magnum! Ja! Wir haben endlich die Magnum gefunden! Ach, traumhaft. Lass mal sehen. 8 Schuss. Okay, ich habe mir nämlich gerade schon gedacht, das ist keine mit Trommelrevolver, kein Trommelrevolver, wie das noch in Resident Evil 1 der Fall war bei der Magnum. Die hat ein richtiges Magazin, die ist halbautomatisch. Deswegen dachte ich mir schon, dass die vielleicht auch mehr Schuss als plus 6 hat. Eine große Pistole, die durchschlagende Magnum-Munition abfeuert. Jetzt müssten wir halt nur noch irgendwie... Ach so, warte mal. Ich muss noch mal ganz kurz nach draußen. Ich werde mal ganz kurz hier was ablegen. Ja, schmeiß mal das auf den Boden. Jo. Habe ich die Magnum-Munition nicht mit Billy in den Gang draußen geschmissen? Die würde ich da natürlich schon ganz gern einsammeln. Oh, endlich die Magnum. Ist das nicht schön? So, schauen wir noch mal kurz nach. Es ist herrlich, wie sie sich jetzt wieder halb verletzt durch die Gegend schleppt hier. Das heißt halb verletzt. Sie ist verletzt. Aber sie lebt ja noch. Immerhin. Ob das für Billy auch gilt, weiß ich nicht. Gong. Genau, wunderbar. Hat mich mein Gedächtnis doch nicht getrogen. Auch wenn das jetzt schon wieder 1,5 Wochen her ist, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Aber so viel wusste ich noch. Ach ja, die Zahlenscheibe. Das tolle Zahlenrätsel. Es hat mir so gefallen. So. Jetzt können wir aber wirklich mal endlich losfahren hier. Achso, hier komme ich nicht lang, ne? So. Hast du auch gar nicht das Bedürfnis, irgendwie mal nach Billy zu schauen? Gibt's hier irgendwas, wenn ich hier rangehe? Nö, ne? Scheiß drauf. Ist halt weg. Brauchen wir nicht. Kriegen wir auch alleine hin alles. Okay. Die Molotow-Cocktails müssen wir erstmal hier liegen lassen. Ansonsten gibt's hier erstmal nichts, oder? Selber starten. Ja, warte doch mal kurz. Nee, ich glaube, ich sehe jetzt zumindest auch nichts glitzern hier irgendwo. Außer natürlich meinen Molotow-Cocktails. Nee, okay, dann lass starten. Los geht's. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ausgeforscht. Ja, wir haben die Forschungsstation hinter uns gelassen. Ich denke mal, dafür wird das Achievement jetzt sein. Gut, dass ich nicht viel zu viel Muni mit mir rumschleppe oder viel zu viel Schusszeug, Schießeisen und so weiter. Egal. Wir laufen erstmal weiter und schauen mal, ob wir demnächst mal irgendwo hinkommen, wo wir vielleicht wieder unser Zeug lagern können oder so. Ach, grüne Kräuter, schön. Ich lasse aber erstmal da stehen. Ist das hier, geht's hier in den Boden? Nein. Gibt's denn zufälligerweise eine Karte? Werk. Ja, schön, eine verschlossene Tür. Aber eine Treppe gibt's auch noch, das ist immerhin schon mal was. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, da kommt dann vielleicht mal irgendwann Billy durch. Falls er dann noch am Leben ist. Vielleicht ist er ja auch durch seinen Sturz mit dem Affen gestorben oder hat sich irgendwelche Krankheiten geholt an dem Tier. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß ja nicht, was die miteinander getrieben haben. So, sind wir noch im Werk hier? Ja. Okay, dann wollen wir doch mal schauen, was das hier für ein Ort ist. Geht's hier von runter? Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ein Aufzug, siehst du mal. Okay, lass mal kurz auf die Karte schauen. Das kam gerade tatsächlich sehr überraschend. Okay. Ich gehe nochmal ganz kurz nach oben. Wir checken erstmal die andere Tür aus. Zumal hier auch mal wieder das Spiel extrem schnell läuft bei mir. In diesem, keine Ahnung, Raketenschacht oder was soll das sein? Ah, hier geht's durch, okay. Wo sind wir denn hier?
Mehr Stille und Munition. Und tatsächlich auch eine Speichermöglichkeit. Oh, Granaten, okay. Lass erstmal kurz hier. Auf der Tafel steht der Arbeitsplan für die Baustelle. Das ist also kein Werk so wirklich, sondern eine Baustelle, okay. Lass uns mal kurz auf die Karte schauen. Okay, wir sind da, der Aufzug, hier ist ansonsten nichts weiter. Hier geht es auch nur in einen Gang rein. Ist ja spannend. Also wir haben jetzt gerade eigentlich nicht sonderlich viel zu erkunden, wenn ich mir das so anschaue, ne? Es ist nur die eine Tür da noch, die da am Raketenschacht oder was auch immer es sein soll, lang geht. Und ansonsten gibt es hier jetzt erstmal nichts. Okay, es gibt noch eine tiefere Etage. Die ist dann wahrscheinlicherweise... Ah, da wo es von der anderen Seite verschlossen ist, da ist ein Aufzug. Seht ihr das? Dieser Raum da rechts oben, der ist gleich geformt. Ich denke mal, das wird ein Aufzug sein. Okay. Gut, dann nehme ich mal an, wir werden noch den einen Raum da erkunden und dann wird es vielleicht zu Billy gehen oder so. Keine Ahnung, könnte sein. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe viel zu viel Muni. Ich habe viel zu viel Muni. Shit. ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich schmeiß die erstmal auf den Boden. Nehmen wir doch einfach den Safe Room dafür hier. Und werde mir die Pistolenmunition mit aneignen. Ich meine, mal schauen, vielleicht kommen ja jetzt neue Gegnerklassen. Wenn nicht, dann komme ich auch mit der Pumpgun klar gegen die anderen. Granaten brauche ich jetzt eh gerade nicht, weil Billy hat den Granatwerfer. Wir können sie natürlich mit der Hand schmeißen, aber das ist jetzt nicht so effektiv, nehme ich mal an. Ja, und ansonsten, die grünen Kräuter draußen will ich ganz ehrlich eigentlich nicht verschwenden. Das ist halt die Sache. Komm, wir überspeichern mal das andere hier. Die will ich ganz ehrlich eigentlich nicht verschwenden, weil man die auch schön mit roten Kräutern anmischen kann. Der Klappenraum. Haha, was für ein Name. Okay, dann lass uns mal auf den Weg machen. Halt, lag da noch was in der Ecke? Ich muss nochmal ganz kurz zurückgehen gleich. Da war doch wie so eine Kiste auf dem Boden, aber ich glaube, die waren nicht zum Benutzen, ne? Nochmal kurz schauen. Wieder die freundliche Türanimation, die uns Gelegenheit zum Durchatmen gibt. Das hier hinten ist nichts für uns, oder? Fest verschlossen, okay. Man muss da mal schauen. Nicht, dass wir hier irgendwelche monströsen Massenvernichtungswaffen liegen lassen, die uns das Leben extrem einfacher machen würden. So, jetzt können wir auch mal mit dem großartigen Aufzug hier uns nach unten begeben. Mind your safety, schätze ich mal. Ach ne, mind your step, das macht irgendwie mehr Sinn, ja. Gut, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Eine Sackgasse ruft. Wohin kommen wir? Okay. Keine Gegner soweit. Das ist schon mal ganz angenehm. Was liegt hier? Ein Schlüssel. Okay. Echt, bin ich voll? Ach, ich habe die verdammten Farbbänder mitgenommen, ne? Wie immer. Es ist immer das Gleiche. Okay, dann schmeißen wir die halt einfach mal hier in die Ecke. Das ist natürlich großartig, wenn ich später mal speichern wollen sollte, dann muss ich wieder hierhin zurückgehen, aber hey, was soll's. Guck mal, eine Überwachungskamera geht noch. Etwas wird angezeigt. Oh nein, ein Tyrant. Wirklich? Ein riesiges, menschenähnliches Wesen wird in bioorganischer Flüssigkeit in der Kapsel aufbewahrt. Dann wissen wir ja schon, gegen wen wir kämpfen dürfen. Großartig, ich freue mich total. Ach ja, damals war der Tyrant noch das Maß aller Dinge, der ultimative Gegner. Steht hier was drauf? Ein U. Aber wir hatten doch jetzt keine Tür, die mit einem Schlüssel aufzumachen ging, oder? Wir hatten doch eigentlich nur eine... Oh nein, nicht doch. Oh. Ja, dankeschön, großartig. Komm. Fresse. Fresse. Nochmal. Liegen bleiben. Noch einer. So, jetzt muss ich aber erstmal ganz kurz nachladen. Wobei, eigentlich geht's. Ich glaube, das Problem mit dem Platz wird sich gleich erledigt haben.
Haha! Oh, fuck! Hallo? Was geht ab? Oh shit, ich glaube, ich habe gerade völlig unnötig da Munition reingepumpt. So sind die bisher auch noch nicht gestorben. Na toll, das ist ja eine sehr erfolgreiche Nummer gewesen jetzt hier. Mann. Es steht total gut um Rebecca. Okay, aber falls ich sterben sollte, dann kann ich das ja nochmal vernünftiger nachspielen, sag ich mal, ne? Also, sehe ich jetzt nicht so tragisch. Vielleicht kommen wir demnächst ja auch mal irgendwie dazu, uns vielleicht zu heilen. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir ja mal ein Heilspray oder sowas. Wäre auf jeden Fall sympathisch.